So, da bin ich wieder. Und wir legen jetzt direkt los. Ich hoffe, der nimmt doch auf. Ich habe darauf gedrückt, ja. Ach komm, zwei daneben. Wir nehmen wieder immer den Eisdrachen. Und das hier. Was müssen wir jetzt tun? Donnerwolken. Das ist kein normaler Sturm. Dexus will die Insel zerstören. Fliege durch den Aschennebel, an der Seitenwand des Vulkans findest du eine Öffnung, die für Opfergaben gedacht ist. So kommst du ins Innere. Ah, diese behinderte Kuh ist wieder da. Ich kann dir leider nicht mehr weiterhelfen. Viel Glück. Ja, kein Ding, machen wir schon. Diese Kuh, ey. Die sterben. Ist das alles zerstören? Alter, so einiges hier. Und hier so viel Adler. Oh, was ist das denn? Die Vikare von Magus haben geschworen, den Krater zu verteidigen. Unsere Ketten werden dich aufhalten. Okay. Sind das jetzt unsere Feinde oder? Pff, mir egal, ich töte euch. Das war ein scheiß Problem. Ich habe kein Problem damit. Weil das sind alle so schön Goldfallen. Jawohl, mir ist es egal. Oh, ein Donnergrollen. Nee, Donnergrollen war von Black Ops. ich weiß es gar nicht, wie das nochmal hieß. Ah, wieder dieser Turm mit diesen scheiß Blitzen. Der wieder so viel aushält. Alter, hält er aus. Mann, wir haben dich doch eigentlich schon getötet, Dexos. Was ist dein verficktes Problem? Mein Gott. Nervige Zicke ist das. Mach die Eiswelle. Hallo? Wieso hat er die vorhin nicht gemacht? Ach man, ich sehe schon, das ist so eine kacknervige Mission. Egal, wir zerstören den. Wir müssen den Turm ja auch zerstören, oder weiß nicht, ob wir das müssen, aber ich will ihn jedenfalls zerstören. Der macht aber auch Schaden, ne? Ich glaube, wir sollten erstmal die Türme hier rum zerstören. Damit sie nicht so viel Schaden machen. Alter, jetzt geh die doch mal kaputt. Alter, Mann. Der hält viel zu viel aus. Ah, da haben wir wieder so einen. Ja. Ich habe jetzt echt den Namen vergessen. Die machen auch Schaden, ey. Lex mir am Popo. Egal, ich werde gleich mal reingehen und gucken, ob wir auch so den Turm zerstören können. Mann, jetzt geh doch mal drauf. The fuck. Alter. Müssen wir doch erst alle Dinger darum zerstören? Aus der Horte hast du was. Hm. Komm her. Halt's Maul und stirb. Wahrscheinlich, ich zerstöre einfach mal alle Dinger und dann gucken wir mal. Ist auch unnötig, wie viel die aushalten. So, jetzt habe ich die höchste Stufe mit dem Eisreif gemacht. Die halten immer noch so viel aus. Wollen wir jetzt da reinkommen? Verstehe nicht, hä? Mann, jetzt nerv doch nicht, du Scheißdrache. Hey, ich verstehe.
verstehe das nicht. Wir können einfach hier durch. Ja, wir bekommen aber dauerhaft Schaden. Okay, Alter. Ist aber nicht so toll. Mal gucken, ob das irgendwie doch anders geht. Da waren wir gerade drin, ne? Können wir hier weiter. Das heißt, wir brauchen nicht mal alle Türme zerstören. Aber mit so einem dickeren Drachen wäre das einfacher. Mit dem Gipfelschimmer zum Beispiel würden wir echt wenig Schaden da drin bekommen. Oder mit einem mit einer Magma-Schuppe zum Beispiel wäre das auch einfacher. Wir könnten einfach darüber schießen. Da sehe ich so ein Riesenviech. Vikar, okay. Naja. Na komm. Der hält aber auch echt viel aus. Macht auch wenig Schaden, ey. Leck mir am Arsch. Stirb, Vikar. Tot. Wieder eine. Ah, da hinten haben wir noch das Mietematerial. Oh, das ist eine Mission, die sich so lange zieht. Das habe ich eigentlich jetzt gar nicht Bock. Aber jetzt haben wir da oben Hort. Trotzdem mal die bei alle Türme aus Sicherheitsgründen. Vielleicht kann ja wirklich gleich sein, dass der Schild weggeht, nur beim ersten Mal war das nicht so der Fall. Oh, nervt doch nicht, ey. Das ist ein Scheißproblem. Jetzt haben wir nichts abgezogen bekommen, ist aber das ist okay. Na egal. Ah, zweiter Turm ist auch hinüber. Tja, oh, meine Hände sind ganz verschwitzt. Weil die Sonne scheint voll auf meine Maus. So, stirb. Warte mal, wir sind eh fast Level up. Tack. Können wir das noch mitnehmen. Langweilig, ich mag die Mission irgendwie nicht. Na gut, wenn das... Das Leben können wir noch gut mitnehmen. Ja, wo ist denn der letzte Bereich jetzt hier? Hier oben? Hier und wieder das gleiche Spielchen wie vorhin. Oh man, du fliegt alles wegen dieser blöden Rache von dieser scheiß Dexos, ey. Schlamm. So rachesüchtig. Egal, Rache ist nicht immer süß. Wir werden auf jeden Fall ihre Rache versauern. Sie wird an ihrer Rache ersticken. Boah, diese kleinen Drachen sind so unnötig, die kosten einfach nur Zeit. Wieder und es ist keine eigenen Probleme.
einfach nicht, was die Türme schießen, auf jeden Fall gar nicht. Also nichts, was ordentlich viel Schaden macht. So, das war's. Jetzt ist das Tor offen. Oder was? Dexos, vergib uns. Der Vergessene betritt das Inferno, unberührt von dessen Feuer. Der Dexos kann mich immer am Arsch lecken. Oh, wir sind der Vergessene. Okay. Ja, wir holen dich jetzt, die blöde Kuh, ey. Lass uns nicht so einfach verraten. Oh. Dexos hat die Vikara von Malgus getäuscht. Sie denken, sie sei die wiedergeborene Göttin Shantiko, Titan des Feuers. Meine Schwester wird das gar nicht gefallen, dass sie imitiert wird. Okay. Machen wir direkt weiter. Yeah, Feuerwerk! So, das letzte. The Rising Fire. Also, was heißt denn jetzt Rising? Das wiedergekommene Feuer, oder was? Das zurückgekommene Feuer. Steigende Furcht, hä? Okay. Der Talisman funktioniert prächtig. Shantiko wird dich fürstlich belohnen, wenn du Dexos besiegst. Arbeite dich zum Vulkanschaft vor. Sie wird den Vulkan dann ausbrechen lassen. Oh, jetzt ist nämlich die wahre Herrscherin des Feuers. Boah, ich mag mal hier runterkommt. Lava steigt bedrohlich, folge den Treppen. Ich sehe nicht, dass das steigt. Egal. Oh, wieder diese Feuerdinger. Boah, so viele. Oh man. Oh, Höllenfeuerdrachen sind wieder dabei. Ich brauche mein Level up. So, damit wir unsere Eisfälle haben. Das sieht so optisch aus, als würde es steigen, aber steigt ihn echt nicht, wenn man genau hinguckt. Ich habe eh keine Angst. Wir haben drei Herzchen, also passt das schon. Oh, ich dachte, oh Mann, bin ich blöd. Ich gucke auf die Lava und höre einen Schuss und dann drücke ich direkt meine Eiswelle weg. Ja, schon wieder so ein Turm. Da kann man einfach vorbeifliegen. Ich weiß gar nicht, ob man stirbt, wenn man gegen die Lava fliegt. Ich will es jetzt nicht zeigen, also heraufbeschworen, sagt man ja. Drei Höllenfeuer. Zack. Oh, ich hasse diese Türme. Wie weit geht's denn noch? Weiter, immer weiter. Noch drei Stockwerke. Fick dich. Gib nicht auf, nur noch zwei. Ich gebe jetzt auf, ich habe keinen Bock mehr. Ah, na dann. Wow, dreh dich mal um. Ich glaube, ich mache heute einen ganz langen Part. Ich habe gerade Bock. Und ich will den Akt verändern. Wow, Freunde. Ja, aber immer stärker. Wir werden auch immer stärker. Zack. Ein Strike. Alle auf einmal. Oh, so ist ja ganz angenehm. Kostet nur fast so viel Zeit. Kostet nur so viel Zeit, aber egal. Ist ja heute schon Donnerstag, ja. Morgen ist Wochenende. Tschüss. Wow, ein Gegner. Mitternacht, ah, den hatten wir schon mal. Ja, ein Gegner. Noch ein Stockwerk. Ich kann Dexos sehen. Ich höre sie auch. Ich höre sie. Ich höre ihre Stimme. Ich bekomme Mordgelüste. Meine Hand zittert. Ich komme ihr näher. Ich werde ihr den Hals umdrehen.
Tausend Gedanken durchstreifen mein Hirn, wenn ich ihre Stimme höre. Voll das psychopathische Gerede. Ja, die gute Dexos. Irgendwie erinnert mich der Name an Deoxys. Also, Deoxys? Was, Deoxys? Ich glaube schon. Oder welches war nochmal das Pokémon aus dem All, das die Form verändern konnte? Jetzt nicht Ditto, sondern eins der legendären. Ich weiß es jetzt nicht. Falls ihr es wisst, könnt ihr es schreiben. Schreibt ja eh keiner, wenn ich was sage. Aber egal, ich habe ja auch wenig Aufrufe. Ich habe einen, wenn ich mal Glück habe, ich einen einzigen Aufruf. Schade eigentlich. Manchmal sehe ich so YouTuber oder Let's Player, die machen ein Video oder so im Monat und reden irgendwie so ganz komisches Zeug. Weißt du, die haben 15, keine Ahnung, 200 Abonnenten, keine Ahnung, dreimal so viele Aufrufe wie ich, so viele Kommentare, da frage ich mich, ey, was machst du den Scheiß denn überhaupt? Ne, eh fast keiner mal, was, oh, was haben wir da? Halt, du wirst die Göttin nicht stören, das Reich wird von ihrer feurigen Schönheit segnen. Die ist, Schönheit, die ist voll hässlich. Oh, du bist aber langsam. Wer ist denn überhaupt? Meister, tschüss. Komm, finde mich. Ich komme. Ich werde dir den Hals abdrehen. Ich werde dich ein für alle Mal vernichten. Oh, das war's. Was? Es ist eine Falle. Dexos ist nicht mehr, was sie einmal war. Erzdorf hat ihre Seele gespaltet. Chandicore lässt dich wissen, dass oben ein Hort auf dich wartet. Oh, okay. Egal, ich mache jetzt noch den letzten Part. Ich will ihr den Hals umdrehen. Ich werde sie töten. Und ihren leblosen Körper in den Vulkans Asche werden lassen. Das Summit, was, keine Ahnung, was das heißt. Ich kenne nur Summit von Black Ops, die Map. Also von Call of Duty in Black Ops. Feuer gegen Eis. Du musst Dexos aufhalten. Sie will den Titanenpakt beenden und Erzdorf als Weltherrscher sehen. Jede lebende Seele müsste ihn dann anbeten oder auf ewig leiden. Das musst du verhindern. So sieht man sich wieder, Drachenlord. Gerade rechtzeitig Zeuge, du beginnst ein neues Zeitalter zu werden. Ah, ist eine Magma-Schuppe. Glaub mir gar nicht, dass ich dich nicht töten werde. Gut. Die Flammen von Malgo schützen mich. Du musst erstmal meine Helfer besiegen. Ja, mach mal, da bekommen wir schön XP-Punkte und ich kann meine ganzen Fähigkeiten aufrüsten. Dumme Frau. Hier, in den feurigen, nennt man das, in den feurigen Höhlen des Vulkans werde ich dich zur Asche werden, zur Asche verwandeln. Auf das ewig deine Schreie durch diesen Vulkan zu hören sind. Voll der Psychopath. Oh, kein Ding. Schick mal deine Monster. Kannst auch noch mehr schicken. Ich möchte gerne ein bisschen leveln, damit ich hier ordentlich in den Popo treten kann. Vielleicht gefällt es dir sogar noch. Oh, ich glaube, da haben wir... Oh. Wow. Ein bisschen Feuer aus dem Boden. Ich bin beeindruckt. So, haben wir irgendwo noch was außen herum? Wow, wieder Feuer aus dem Boden. Alter. Alter, sag mal das Gold. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Die Helfer waren keine echte Herausforderung. Heil dich, Drachenlord, du wirst es brauchen. Oh, Welle für Welle. Ja, komm mal. Ich vernichte jeden. Ich werde jeden von dir töten. Wow, heilen. Ich bin voll. Aha. Wenn Malgus ausbricht, wird Erzdorfs Macht durch das anstehende Leid, durch das entstehende Leid größer. Diese Macht wird ihm erlauben, seine Ketten zu sprengen. Wow, ja. Und? Ich habe Erzdorf schon viel früher, viel öfter befreit als du in dem Multiplayer. Hältst du dich jetzt für was Besonderes? Oh, so.
Brücke das uns schön leveln lässt. Bin ich echt zufrieden mit. Wow, das ist so schwer. Wow, es regnet Magma-Schuppen, Magma-Meteoriten. Wow, Fledermäuse. Wow, das ist ja voll die dicke Armee, Alter. Und hatte die Fledermaus im ersten Akt ja mehr Krieger als du. Boah, die Piraten. Beeindruckend, du bist stärker geworden seit unserem letzten Treffen. Wie wär's mit einem echten Test? Stärker? Genauso wie vorher. Ich glaube, du bist eher schwächer geworden. Ja, dann komm her, mach hin, ich brauch gar nicht mich heilen. Ich mach's trotzdem, nicht zu nerven. Ja, oh, nichts wird mich aufhalten. Er hat mir die Rückkehr meines Bruders versprochen. Du wirst meinen Beschwörer niemals besiegen. Ja. Wow. Oberhaupte, das wird das für. Komm mal her. Wow, alter Verwalter. Krass. Mein Gott, Minions aus der Kampagne, wovon ich schon 20.000 Stück oder so getötet habe. Ja, wollt ihr mal hier hoch runterkommen? Guck mal, die haben sogar schon Angst vor mir. Na gut, dann kommt mal her. Wow. Okay, das sind drei Stück. Okay, wow. Guck mal her. Keine Angst vor euch. Von euch auch schon so viele getötet. Kommt her, ich will euch alle mit einem Schlag töten. Tschüss. 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 Aber kannst du von mir aus Hunderte schicken? Tschüss. Magst du mal hier hochkommen? Tschüss. Waren das alle? Ne, hier unten ist noch was. Oh, ein paar Minions. Ach, heim brauche ich mich nicht, ich habe genug Leben. Und nun werde ich dich vernichten. Komm her. Oh, komm her. Wo bist du denn? Ja, okay. Speedhack, ne? Ja, ne? Sei schneller als ich. What the fuck? Wieso bin ich verlangsamt? 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 Wieso konnte ich mich jetzt nicht bewegen? Das ist unfair. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Oh, ich bleib hier drinne. Die ist fünfmal so schnell wie ich und ich bin langsam, oder? Ich bin einfach langsam. Ja, komm her. So, stirb. Unmöglich. Ich bin allmächtig. Ja, du bist scheiß Cheater. Und du hast einfach... Ja, lass mich Ruhe. Scheiß Cheaterin. Weißt du, konnte man sich gar nicht mehr bewegen. Schlafen mit Zell. Die Hand des Titanen, woher weiß sie das? Nicht einmal Erstorf kennt die Prophezeiungen. Die Titanen haben geschworen, nie mehr das Tiefland zu betreten. Du musst mir nochmal helfen. Reise ins Talil zur großen Bibliothek. Okay. Oh, das war wirklich zu unnötig, ey. Ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Tja, haben wir uns auch einen neuen Drachen damit verdient. Da. Nein, den ja. Ach, brauche ich schon mal nicht. Ja, Hand des Titan. Lord of the Darkness. Ja, Leute, nach 25 Minuten... Fast. Also warten, 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 warten. Jetzt 25 Minuten zumindest auf meiner Stoppuhr.
Wenn nicht den Part, haben wir den dritten Akt geschafft. Zweimal gestorben, aber ihr habt es gesehen, ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ja, ich fand das ziemlich unfair, dass ich mich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Und ja, wenn sie dann diesen Feuerschild hat, ja, ist ja natürlich klar, dass man dann stirbt. Fair. Wenigstens ist sie jetzt endlich gestorben, die blöde Schlampe. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder und verrottest elendig im Vulkan. Na gut, Leute, dann danke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen oder wann auch immer oder wann ihr die Videos guckt. Vielleicht habt ihr auch gar keinen Bock mehr und habt schon deabonniert oder was auch immer. Naja, mir egal. Müsst ihr wissen, wenn ihr Videos mögt, gebt einen Daumen hoch. Falls nicht, dann lasst es sein oder einen Daumen runter oder was auch immer. Würde mich aber freuen, aber egal. Dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Boah, jetzt habe ich eine Minute sinnlos gequatscht. Egal. Tschüss.